Слава Богу, дорогие друзья. Preis dem Herrn, teure Freunde. Я бы хотел бы сначала зачитать два места Священного Писания. Ich möchte zu Beginn zwei Schriftstellen lesen. А потом сделать вступление и выразить мою мысль. Und dann eine Einleitung machen und meine Gedanken mitteilen. И первое место будет это Книга Бытие, 42 глава. Und die erste Bibelstelle wird sein aus 1. Buch Mose, Kapitel 42, 24 стих. Vers 24. «И отошел от них, и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его перед глазами их». «Und er wandte sich von ihnen ab und weinte, kehrte aber wieder zu ihnen zurück und redete mit ihnen. Darauf nahm er Simeon von ihnen weg und band ihn vor ihren Augen.» И второе место Священного Писания это будет от Матфея, 18 глава. Und die zweite Bibelstelle wird sein aus Matthäus, Kapitel 18. С 23 стиха. Vers 23. Здесь Иисус Христос говорит ученикам притчу. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern ein Gleichnis. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10.000 талантов. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей и все, что он имел, и заплатить. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Da warf sich der Herr nieder, huldigte ihm und sprach: «Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Я вспоминаю, когда мы жили еще на Кавказе, это было в Советском Союзе. Ich erinnere mich, als wir noch damals im Kaukasus gelebt haben, das war in der Sowjetunion. Моя мама покаялась и обратилась к Богу. Meine Mutter hat sich bekehrt und dem Herrn zugewandt. В нашем поселке это была сенсация, что учительница стала верить в Бога. Und in unserem Dorf war es eine Sensation, dass eine Lehrerin angefangen hat, an Gott zu glauben. И вы знаете, после работы у нас мужики, которые работали, там были гаражи, они собирались, а там всегда. Und nach der Arbeit haben sich die Männer immer in so Garagen versammelt. Они играли там, иногда в шахматы, часто выпивали. Sie haben dort Schach gespielt und haben sehr oft dort getrunken. И вот мой отец, он тоже там часто бывал, и как-то после этих событий он сидел, и вокруг его друзья и те, кто с ним работал. Und mein Vater war auch oft dort gewesen und nach diesen Ereignissen saß so und ihn herum alle seine Freunde und Arbeitskollegen. И ему его дружки и коллеги по работе начали говорить: «Ты чего? Смотри, что происходит. Ты не можешь со своей женой поговорить?» Und seine Freunde und seine Arbeitskollegen fangen an mit ihm zu sprechen und sagen: «Was ist los bei dir? Kannst du etwa nicht mit deiner Frau sprechen?» Ну, это же некрасиво. Поставь ее на место. Что это она ходит там? Богу Das ist doch nicht schön. Er stelle sie mal auf ihren richtigen Platz. Das ist doch nicht gut, wenn sie Gott anbetet. Und wisst ihr, mein Vater war ein richtiger Mann, der hat seine Frau verteidigt. Und er hat gesagt: Für mich ist die ganze Struktur falsch und ihr seid falsch und meine Frau ist aber richtig. Und sie haben weiter mit ihm gestritten und haben versucht, ihm zu überzeugen. И он задал им вопрос. Und er hat an ihnen eine Frage gestellt. А что, если она права и есть Бог? Was, wenn sie recht hat und es einen Gott gibt? А что, если? Was, wenn? А что, если
Ной был прав и строил ковчег. Was wenn Noah gerecht war und eine Arche gebaut hat? А что если Бог тебя и меня привел на это место? Und was wenn Gott uns dich und mich an diesen Ort gebracht hat? А что если Бог возлюбил этот мир? Und was wäre wenn Gott diese Welt geliebt hat? А что если он послал сына своего на эту землю? Und wenn er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat? Я понимаю, что люди, которые знают Бога, Ich verstehe, dass die Menschen, die Gott kennen, на этом месте, an diesem Ort, что их духовная внутренность, dass ihr geistliches Inneres, она аннулирует это слово если, dass es dieses Wort wenn aber annulliert. Потому что мы пережили живого Бога и слава за это Господу. Weil wir einen lebendigen Gott erlebt haben und preis sei ihm dafür. Вы знаете, если мы будем читать эту притчу дальше, wisst ihr, wenn wir dieses Gleichnis weiterlesen werden, то после того, как этот человек был прощен, da, nachdem dieser Mensch vergeben worden war, он встретил своего товарища и стал требовать от него, da traf er seinen Gefährten und hat angefangen von ihm zu fordern, и не простил ему, но посадил его в темницу, und hat ihm aber nicht vergeben, sondern in das Gefängnis gesetzt. И после этого притча говорит, что царь опять призывает этого раба, und nach diesem sagt dann das Gleichnis, dass der König wieder diesen Knecht zu sich ruft, и из-за того, что его раб не простил своему товарищу, садит его в темницу. Und weil sein Knecht seinem Mitknecht nicht vergeben hat, bringt er ihn auch ins Gefängnis. Я прочитал первое место священного писания из книги Бытие. Ich habe die erste Bibelstelle aus dem ersten Buch Mose gelesen. И это я хотел бы взять как образ. Und das wollte ich als ein Abbild nehmen. Там мы читаем о Иосифе. Dort lesen wir über Josef. Что Иосиф связал своего брата или приказал связать. Dass Josef befohlen hat, seinen Bruder zu binden. Но мы, зная эту историю, понимаем, что Иосиф не хотел сделать вреда своему брату. Aber wir, die diese Geschichte kennen, wir wissen, dass Josef seinen Bruder nichts Böses antun wollte. Нет, но если мы читаем дальше, что Иосиф желал и готов был заботиться о своем брате. Sondern wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Josef es gewünscht hat und sogar Mühe angelegt hat, um für seinen Bruder zu sorgen. Но делая этот акт, он хотел, чтобы в прошлом эти узлы жизненные были развязаны. Aber indem er diese Handlung vollzog, wollte er, dass diese ehemaligen Ketten oder Knoten wieder gelöst werden. Вот я провожу параллель подобному всему Царство Небесное. Und ich bringe eine Parallele, dem ist gleich das Reich des Himmels. Никогда связывают и останавливают нас в жизни. Manchmal werden wir gebunden und angehalten in unserem Leben. Не для того, чтобы, ну, нам навредить. Nicht damit wir einen Schaden nehmen. Нет, ну, чтобы были развязаны некие узлы в прошлом, и слава за это Богу. Sondern damit einige Knoten wieder gelöst werden in der Vergangenheit. Preis dem Herrn. Вы знаете, 18 глава начинается с того, Wisst ihr, Kapitel 18, Matthäus beginnt damit, ученики приступили к Иисусу, da traten die Jünger zu Jesus, с таким вопросом, mit einer Frage, кто больше в Царстве Небесном? Wer ist der Größte im Reich der Himmel? И я, как вижу здесь дальше, Иисус Христос притчею вводит их в Царство Небесное. Und wie ich weiter sehe, bringt Jesus sie mit einem Gleichnis in dieses Reich der Himmel. И в 23 стихе он говорит, что Царство Небесное подобно царю. Und in diesem 23. Vers sagt er dann, dass das Reich der Himmel einem König gleicht. И мы видим здесь, что здесь приводится один раб. Und dann sehen wir, dass dort ein Knecht gezeigt wird. Это тот человек, который уже что-то делал для царя. Das ist ein Mensch, der schon etwas für den König getan hat. И вот он пытается как-то оправдаться и рассчитаться. Und so versucht er, sich irgendwie rechtfertigen und abzurechnen. Из этой притчи, из этого места священного писания я вижу. Und aus diesem Gleichnis, aus dieser Schriftstelle dass Gott für uns eine Gabe bereitet hat. Eine große Gabe. Und das ist die Gabe des ewigen Lebens. Und wir sehen aus dieser Bibelstelle, dass wir das menschlich nicht verdienen können. Wir können das nicht erarbeiten. Und auf gar keinen Fall bezahlen. Aber der Gott hat für uns eine Gabe bereitet.
Doch etwas Großes hat Gott für den Menschen bereitet. Милости, und er hat gewünscht, das durch seine Gnade zu geben. Die Bibel sagt, das Auge hat es nicht gesehen und das Ohr hat es nicht gehört. Und es kam den Menschen nicht in seinen Verstand, was Gott für den vorbereitet hat, der ihn liebt. Gott hat so etwas Großes und Seliges vorbereitet, dass wir das mit unserem menschlichen Verstand nicht vorstellen oder irgendwie zusammenbauen können. Aber Gott hat das vorbereitet für dich und für mich. Durch Jesus Christus, preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Вы знаете, сегодня у нас будет хлебопреломление. Wisst ihr, heute werden wir das Abendmahl haben. Священное служение. Ein heiliger Gottesdienst. И я так понимаю, когда мы подходим к чаше благословения. Und ich verstehe das so, wenn wir zu dem Kelch mit dem Segen kommen. И вспоминаем, как говорит об этом Библия. Und uns erinnern, was die Bibel darüber spricht. То уже я говорю о себе, уже не интересует состояние моего ближнего. So spreche ich jetzt von mir, so interessiert mich nicht mehr der Zustand meines Nächsten. Но я уже понимаю. Sondern ich verstehe, in was ich Not habe und wie gefährlich und falsch ist das, wenn wir anfangen zu überprüfen und unsere eigene Würde versuchen zu finden, um würdig an diesen Kelch heranzutreten. Die Bibel открывает нам, что мы никак не достигнем своими усилиями, чтобы прикоснуться к этой святыне. Die Bibel sagt uns, dass wir das mit keinerlei Kraft, die wir anlegen, erreichen können, damit wir, dass wir diese Heiligkeit berühren können. И Бог открывает, что мы сами никогда не достигнем своей праведностью то, что Он уготовил нам. Und Gott sagt, dass wir niemals mit unserer eigenen Gerechtigkeit das erlangen, was er für uns vorbereitet hat. Поэтому пришел Иисус Христос, Сын Божий, чтобы пострадать на кресте, слава Ему. Und deswegen kam Jesus Christus, der Sohn Gottes, um am Kreuz zu leiden, preis sei ihm dafür. Пострадать за грехи наши и воскреснуть для оправдания нашего. Um zu leiden für unsere Sünden und aufzuerstehen zu unserer Rechtfertigung. Посему мы имеем право приступать с дерзновением к этой чаше, рассуждая о теле Господнем. Und deswegen haben wir auch das Recht, diesen Kelch anzufassen und nachzusinnen über sein Opfer. Знаете, на той неделе после двух, если кто увидел бы меня, я заходил сюда в молитвенный дом. Letzte Woche, wenn ihr mich gesehen habt, nach 2 Uhr bin ich hier in das Gebetshaus reingekommen. И у меня была неинтересная потрепанная такая папка в руках. Und ich hatte so eine uninteressante, so eine zerfetzte Mappe bei mir. Но я ее держал крепко и не выпускал из рук. Aber ich habe sie festgehalten und nicht aus meiner Hand gelassen. Для кого-то может быть это показаться странным, но не для меня. Für jemanden mag das vielleicht komisch erscheinen, aber nicht für mich. Потому что я вложил в эту Mappe приличную сумму денег. Weil ich in diese Mappe eine gewisse Summe Geld hineingelegt Дорогой habe. Дорогой друг, Бог вложил тебя спасение в вечное, слава Богу. Mein lieber Freund, in dich hat Gott die ewige Errettung hineingelegt. Библия говорит, вы куплены дорогою ценою, слава Богу. Die Bibel sagt, ihr seid erkauft mit einem teuren Preis. Поэтому, рассуждая о теле Господнем, und deswegen, indem wir nachsinnen über den Leib des Herrn, чтобы мы не обращали внимание только, говорю образно, на эту внешнюю потрепанную Mappe. So lass uns, ich spreche sinnbildlich, nicht auf diese äußere, zerfetzte Mappe sehen, sondern im Glauben wertschätzen das, was Gott für uns vollbracht hat. Wir haben heute in der ersten Predigt gehört, dass der Teufel versucht, bei den Menschen den Glauben zu stehlen. Doch wir, die die Bibel lesen, wir wissen, dass der Teufel dafür nicht das Recht hat. Er hat nicht das Recht, mit dir zu diskutieren über deine Errettung. Und deswegen, lieber Freund, komme mit Freimut zu dem Herrn. Und wenn es aber irgendwelche Hindernisse gibt,
препятствия к вере, то разбирая их на основании Слова Божия, отодвигай направо, налево. Hindernisse für den Glauben, so nehme sie auseinander auf, mit der Grundlage des Wortes Gottes und beseitige sie. Und der Herr wird segnen. Aber an diesem Ort, wer noch nicht diese große Gabe hat, so klingt das Wort nun vom Herrn, что есть на это еще время, das jetzt noch die Zeit ist, и в покаянии пред Богом обрести этот чудный дар, und es ist noch die Möglichkeit da, in der Buße vor dem Herrn diese wunderbare Gabe zu empfangen, которую по-человечески никак не заработаешь, welche wir menschlich niemals erreichen können, и по-человечески невозможно это объяснить, und menschlich kann man das auch nicht erklären. Библия говорит, что Бог это открыл духом своим любящим его, слава Богу. Die Bibel sagt, dass Gott das offenbart hat durch seinen Geist denen, die ihn lieben. Я хотел бы сказать на этом аминь. Und ich möchte damit sagen, Amen.